Previously on The Walking Horst. Ich komme, Hans Peter, ich komme! Dritte miteinander. Ich weiss nicht, was los ist. Die ganze Stadt ist leer. Es hat keinen einzigen Mensch. Was, es hat nicht einmal Zombies, was ich zwar gut finde, aber es ist komisch, es ist einfach niemand drin. Es ist ein reines und ein pures Überleben, sage ich euch. Auf jeden Fall haben wir auch Überlebenstipp in der Fotografie natürlich. Das Nummer. In der heutigen Folge geht es um etwas ganz Bekanntes in der Fotografie. Es geht um Langzeitbelichtung. Wie könnt ihr die auch kreativ einsetzen? Was ist das überhaupt für alle Anfänger, die nicht wissen, was es ist? Und wie kann ich meinen eigenen Stil installieren durch eine Langzeitbelichtung in ungewöhnlichen Situationen, wo vielleicht die einen auch nicht drauf gekommen sind? Als erstes mal, was ist eine Langzeitbelichtung? Wir gehen jetzt davon aus, dass die Kamera alles automatisch macht. Dann ist das so. Wenn ein Bild entsteht und du auf den Auslöser drückst, geht ein Verschluss zu. Und es kommt Licht auf den Sensor und so entsteht das Bild.
Wenn es jetzt zum Beispiel viel Licht hat, dann muss der Verschluss nur ganz schnell auf und zu gehen, dass das Bild normal belichtet ist. Ist ja klar, viel Sonne. Wenn man lang belichten würde, bei Sonnenschein, würde das natürlich ein völlig überbelichtetes Bild geben. Und so ist es genau umgekehrt. Wenn es dunkel ist, muss aber die Kamera versuchen, das Bild gleich genug hell zu bekommen. Das heisst, er macht eine längere Verschlusszeit. Von dem her ist das natürlich ganz logisch, wenn das Motiv zu wenig hell ist, dass die Kamera den Verschluss länger offen behalten muss, dass das Bild gleich belichtet ist. Ihr habt das sicher auch schon erlebt. Wenn ihr mit euren Smartphones irgendwo an einer Party ein Foto gemacht habt, ohne Blitz, dann verzieht es alles und es gibt so Striemen und unscharf. Das ist eben der Nachteil, man kann nicht aus der Hand fotografieren. Das heisst, in dieser Zeit, wo natürlich der Verschluss offen ist, wird alles aufgenommen, was sich bewegt und so, und es wird halt alles unscharf. Das ist natürlich etwas ganz Gutes, wenn du es in der Landschaftsfotografie brauchst. Im konventionellen Sinn nutzt man eigentlich eine Langzeitbelichtung in der Nacht. Oder man kennt es vielleicht mit den Sternen, oder dass man überhaupt Sterne sichtbar machen kann, braucht es eine relativ lange Verschlusszeit. Sagen wir mal, oder Autos, die vorbeifahren, das gibt so Lichtlinien, ganz viele Sachen. Jedoch kann man jetzt eine Langzeitbelichtung auch in anderen Situationen nutzen. Zum Beispiel am Tag. Mein super Tipp, Überlebenstipp von der heutigen Folge ist, eine Langzeitbelichtung künstlich erzeugen und die Langzeitbelichtung am Tag machen und sozusagen einen eigenen und speziellen Stil installieren. Probiert es mal aus. Es ist spannend, es ist sehr spannend. Jedoch, was ich jetzt noch etwas spannender fände, wäre, wenn ich wüsste, wo die Leute sind und wie ich jetzt endlich mal eine Antwort bekomme, was da eigentlich los ist. Ein bisschen suchen wir weiter und geben die auch nicht auf. Hans-Peter, ich komme, gell? Und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angekommen von dieser vierten Folge der Walking Horst. Es geht schnell, aber am nächsten Sonntag kommt schon die nächste. Ihr wisst, das Drucken gefällt mir. Teilt das mit euren Kollegen und hier unten könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren. Das würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heisst The Walking Horst Nummer 5.